Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Hier sind die Straßen ja inzwischen schon ganz ordentlich ausgebaut. Warum eigentlich in die Richtung? Hier ist doch deutlich mehr Verkehr. Aber egal. So, wir brauchen, glaube ich, Geld, genau, um hier die Bahnstrecke weiterzubauen. Können wir mal gucken, wir haben gerade ein paar Millionchen. Machen wir mal hoch. So, genau. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wo wir da eigentlich hingehen. Möp, möp. Oh, es gibt eine neue Bahn und ein neues Flugzeug, okay. Überleg gerade, ob es Sinn macht, dass wir... Gehen wir hier entlang oder gehen wir dort entlang? Das ist hier die Frage. Machen wir, glaube ich, dort. Aber so. Eben. Dass wir hier über die... Weil wenn wir runtergehen, kriegen wir dann Schwierigkeiten mit der Bahn, mit dem Bahngleis. Bahnhof. Wir brauchen einen Bahnhof. Bahnhof, Bahnhof. Okay. 107k, 102. Der ist hübscher. Nehmen wir den. Machen wir mal dreigleisig. Ich glaube, den machen wir dann hier irgendwie so hin. Weil dann können wir da mit den Gleisen noch raus. Es gilt es dann nur... die hier irgendwie anzuschließen, genau. Perfekt. Kostet nur 5 Millionen. Die wir jetzt gerade nicht haben. Aber dann wäre es angeschlossen. Angeschlossen ist gut. Schiffsverkehr müsste auch drunter durchpassen. Ja, ich soll sicherstellen, dass der ans... 4,5. Das könnte klappen. Bingo. Passt. So, den müssen wir natürlich noch ans Straßennetz anbinden. Mit minus 137 klappt das so nicht. Oh, gibt's wieder ein neues Fahrzeug. Oh, es gibt neue LKWs. Studebaker. Okay. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Bom. So. Und dann brauchen wir hier natürlich einen Busbahnhof. Ohne den geht erstmal gar nichts. Machen wir den so hin, dass wir da die Straße noch vorbeiführen können. Brauchen natürlich erst ein klein wenig Kleingeld. So viel zum Beispiel. Perfekt.
So, wegen LKWs wollte ich gucken. Genau, Linienmanager. Fahrzeugersatz. So, was haben wir denn da? Der transportiert Kohle, Eisen, Erdstein, Getreide, Schlacke, Treibstoff, Baumstämme, Viehstahl, Bretter, Kunststoff, Baumaterial, Maschinen, Werkzeug, Lebensmittel, Waren. Das ist jetzt natürlich doof. Weil jetzt müssen wir dann genau gucken, was auf den Strecken transportiert wird. Okay. Nicht so ganz einfach. Hier brauchen wir dann erst nochmal gleich eine neue eine neue Lok, so neuen Zug, das brauchen wir genau. So, das machen wir mal so. Da kommt hier noch das der dahin. Und hier auch mal vorsichtshalber. Weiß nicht, ob wir den brauchen. So, oh, wir verdienen richtig ordentlich Geld. So, neue Linie. Von hier nach hier. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine neue Linie. Die machen wir dann von hier nach hier, hier, hier. Fahren wir da lang? Ne, machen wir nicht. So. Oh, und es gibt neue Loks. Cool. Hier haben wir das Fahrzeugdepot doch irgendwo. Da. So, Bus. 1, 2, 3, 4. Linie zuweisen, das ist dann die 19, ne? Ist doch die 19, oder? 19? Ja, ist die 19. Passt. Fahrzeugdepot. Loks, das haben wir. Da hinten. Holla. So. Da könnten wir natürlich mit sowas anfangen. 13 Passagiere. Zweiundfünfzig Passagiere. B-Einheit sorgt für eine Verdopplung der Leistung. Ja, die hat 177 km/h fährt das Ding. Mille kostet der, okay. Für 52 Passagiere. Gehen wir jetzt mal auf. Okay, da kosten allein die Loks schon mehr. 4,49. Dann ist der natürlich schon ein Argument, ne? Einzige Argument, was gerade dagegen spricht, ist Geld. Wir haben es nämlich nicht. Ja. So, jetzt können wir mal analysieren, wie hier der Warentransport ist. Die haben also Vieh, Getreide, Bretter, Lebensmittel. Das wird es natürlich mit den LKWs dann schon schwierig.
Bretter Lebensmittel. Gucken wir gerade mal. Getreide. Viehstahl, Bretter, Lebensmittel. Das geht. Aber das Getreide, da ist jetzt dann, wäre dann schon wieder ein großes Problem. Weil die Getreide können nur das Getreide transportieren, nichts anderes. Wenn wir hier halt Lebensmittel haben, dann habe ich halt wieder die Auftrennung, dass die können nicht hin, nicht zurücktransportieren, was sie hintransportieren. Das ist doof. Was haben wir denn hier? Bretter. Transportieren die irgendwas zurück? Wow. Ist ganz schön was los an den Buslinien. Da müssen wir auch aufpassen mit dem Zubauen. Hier könnten wir natürlich die Bahn auch noch verlängern, ne, dass wir hier nach Dings hier hinkommen. Wie heißt der Ort? Salem. Boah, also der Personenverkehr ist gigantisch gestiegen. Das muss ich schon sagen. Linie 19. Achso, das ist unsere neue, genau. Linie 16. Die hat den schon als Ersatz. Das passt. Oh, wir können, glaube ich, unseren Zug hier kaufen. Kaufen. Perfekt. Wo ist die Lok unterwegs? Da vorne. Okay. Die müssen wir noch abwarten, bis die durch ist. Bin mal gespannt, wie der aussieht. Wow. Heißes Teil. Kann man da zwei aneinander kuppeln? Könnte. So, die kommt durch. Nee, sieht nicht so aus. Aber der sieht heiß aus. Und durch. Und qualmt wie Hulle. So, der kann dann jetzt nämlich hier rüberfahren. Oh, es gibt was Neues. Ein Kesselwagen. Oh, das ist gut. Der ist nämlich größer. So, da bin ich mal gespannt, wie die Linie ankommt. Die sollte ja eigentlich einen Großteil hier entlasten können. So, müssen wir eh mal gucken, wann wir die Züge da ersetzen müssen. Oh, bei den Fluglinien können wir mal gucken, wegen Ersatz. Da gibt es ja jetzt auch neue Flugzeuge, fällt mir gerade ein. Fahrzeugersatz. Da können wir natürlich auf die Douglas gehen. Douglas. Ist das schon ein? Nee. Ne,
Wie sieht denn das verdienstmäßig aus? Macht die Fluglinie Gewinn? Ja, macht sie. Sehr schön. Linie 16 nicht so. Ja, und die zwei Linien müssen sie jetzt natürlich erstmal einfahren. Das dauert natürlich noch. So, wie alt bist denn du? 9 Jahre. Das geht noch. Warten wir gerade mal den nächsten Zug ab. Wie alt ist der? 28. Ja, den können wir mal langsam tauschen dann. Ah, da stehen schon die ersten Leute und warten. Das ist gut. 13 Leute hat er schon dabei. Oh, den kann sein, dass wir den bald erweitern müssen. Oder ersetzen müssen durch eine andere Lok. So. Dich fahren wir mal ins Depot und verkaufen dich. Du hast deine Schuldigkeit getan. Und dann kaufen wir einen anderen. Ich würde ja zu gerne die Lok kaufen, aber die können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Bleiben wir bei der 100 km/h hier. Die sind alle deutlich teurer, ja. 11 Millionen, wow. Kaufen wir die. Und dann aber halt nicht mehr die Kesselwagen, sondern die hier. Wobei. Die 100. Zwei von den Kesselwagen transportieren mehr als einer von denen und kosten aber nicht mal. Dann bleiben wir bei denen hier. So. Linie 5. Gut, dann bleiben wir da bei den älteren Modellen. Die sind schnell genug. Für das, was wir brauchen. Und, so, da kann jetzt auch einiges transportieren dann. Den hinteren müssen wir vielleicht nochmal verlängern, den da. Brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Geld für. Weil jetzt könnten wir gerade mal einen Waggon anhängen. Das ist wenig. Na, wie weit bist denn du? 2. 2 sind wenig. Aber der sieht schön aus, der gefällt mir. Der glänzt. Der glitzert. Wunderbar. Also die Stadt hier ist schon mal gut angebunden inzwischen. Wieso habe ich da 2 Haltestellen? Naja, egal. Sie sind halt da. Die deckt auch noch alles ab. Ja. Also da sind wir versorgt. Mille. Das ist unser ältestes Flugzeug. Fünf von fünf hat er dabei, okay. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Das ist der, ja genau, der ist jetzt dann 11 Jahre. Das heißt, den können wir auf jeden Fall noch verlängern. Warum mache ich Nudel den denn zu? Den können wir dann nämlich gleich ins Depot schicken. Und nochmal 2 oder 3 Waggons hinten anhängen. Ins Depot schicken, genau. Jahr 1950 erreicht. Gehe nicht bankrott und erreicht. Das haben wir geschafft. Okay.
Und es gibt einen neuen. Und es gibt neue Schiffe, okay. Kaufen. Da brauchen wir noch von den Anhängern welche. Oh, die gibt's nicht mehr. Das ist jetzt aber gemein. Das ist gemein. Linie zuweisen 5. Die waren nämlich besser. Ja, so haben wir zumindest auch schon mal ein bisschen mehr an Kapazität. Das ist ja auch schon mal viel wert. Der transportiert 5. Wie gesagt, da muss ich jetzt erstmal einpendeln. Da warten jetzt schon eine ganze Menge Leute. Welche Richtung denn? Linie 30, okay. Die macht sich so langsam. Wie alt ist denn die? Haben wir die ersetzt? 8 Jahre, ja, die haben wir vor kurzem ersetzt, okay. Da kann man dann nichts gegen sagen. 8-jährig ist voll okay. Und er hat noch Kapazität. Recht ordentlich. Boah, ist der Wahnsinn, wie viele da warten. Wie alt ist denn die hier? Ich glaube, da können wir noch viel machen, indem wir jetzt die Buslinien gerade mal aufwerten. Linie 11. Die haben erst angefangen, ne? Sofort ersetzen, ja. Kostet zwar jetzt gar mal ein bisschen Geld, aber das gibt dann ordentlich mehr an Kapazität. So, was haben wir denn noch? Linie 8, das war die hier, ne? Wenn ich sie denn finde, da ist sie. Wie sieht denn die transportmäßig aus? Schreibt rote Zahlen. Müsste ich die weiter durchführen, oder? Wie viel transportierst denn du? 63. Also die Richtung transportiert er viel. Ach so, die andere Richtung kann er nicht, ne? Weil, weil halt nur Tankwagen. Schade, dass es die nicht als Multifunktionswagen gibt. Aber hier haben wir dann das gleiche Problem. Oder da müssen wir jetzt halt dann auch weitergehen mit den Schienen. Dass wir quasi hier nochmal eine Abweichung haben, also eine Weiche machen. Und wo müssen wir denn hin? Da. Schauen wir mal. So, die ist zwar nicht ganz schnell, die Kurve, aber machen wir, glaube ich, besser so. So kostet das nämlich nicht so viel. Da hinten müssen wir hin, okay.
Das gibt einen kleinen Tunnel, aber das ja, lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. Ich überlege gerade, wo machen wir denn da den Bahnhof hin? Das klären wir erstmal. Ich glaube, den können wir gar nicht so ganz dicht dran machen. Weil wir den, sonst haben wir die unmöglichsten. So kommen wir mit den Schienen einigermaßen hin. Ups. Naja, egal. So, aber dann haben wir den LKW-Verkehr nur noch für die Kurzstrecke. Klung. So, Fahrzeuge. LKW-Station. So, dann haben wir einmal Linie 8. Oh, jetzt ist er gerade im Plus, okay. Machen wir dann eine neue Linie. Macht fast Sinn, ne? Dann brauchen wir nur noch Signale. Hier am, vor dem Bahnhof. Signale. So, einmal. Zweimal. Da glaube ich auch. Genau. So. Neue Linie. Zwar geht die von hier nach hier. Perfekt. Frage ist nur, wie kriegen wir da jetzt die Loks drauf? Sollte irgendwie machbar sein. Züge kaufen. Da wird es nochmal so eine werden. Oder so eine. Die können wir auch nehmen. Und dann wieder Tankwagen dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Reichen erstmal. Linie 20. Perfekt. Oh, und wie ich sehe, sind wir schon wieder viel zu lange dran. Oh, ist aber eine tolle Lok. Schaut sie euch an. Upsa. Speichern. Können wir noch deutlich verlängern. Vielleicht bauen wir da nochmal ein Depot rein. Und, Null von 90. Gut. Oh, wir brauchen nur noch die LKW-Strecke. Die machen wir heute noch. Das muss sein, sonst wird das hier nämlich sowieso nichts. So, Fahrzeugdepot. Gibt's hier keins? Echt nicht?
Habe ich hier kein Fahrzeugdepot in der Mitte? Dann machen wir eins. Das dürfte nämlich die da oben können wir eigentlich auch mit beliefern, ne? Fällt mir gerade auf. Straßendepot. Bom. Und LKWs. Tanker. Kaufen. So, und das ist dann die Linie 21. Und dann müssen wir nächstes Mal gucken, wie sehr wir die alte Linie, die Linie hier dann entlasten können. Inwiefern wir da die Strecke nach da hinten abkoppeln können. Müssen wir uns mal schauen, wie sich das Transportwesen entwickelt. Ich sage jedenfalls erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier versuchen, das Ganze weiter zu optimieren. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.